tatsächlich, einen Tag später sitzen wir wieder hier. Wir wollen natürlich weiter wissen, wie es weitergeht. Vor allen Dingen Tom will es, glaube ich, wissen. Ich habe ja schon so eine ungefähre Ahnung davon, also, dass ich zweimal durchgespielt habe. Ich würde ja sagen, sie sagt jetzt, ja, es klassifiziert, kann ich dir nicht sagen. Erstmal zumindest. Das ist zumindest nicht ausgeschlossen. Ja. What is this project about? War die Frage, mit der wir beim letzten Mal aufgehört haben. Who is the old woman? Who is Zero? Ah, hier hätte ich aufhören sollen. Mm. Das wäre noch besser gewesen. Okay, aber hier machen wir dann morgen weiter. Ja, genau. War sehr schön mit euch. Sind noch ein bisschen anschweigen. Sigma. Would you hug me? What? What? Das ist so gut. Das sieht komisch aus, weil es ist gezeichnet, aber auch irgendwie nicht. Oh, stimmt. Ja, du hast recht. Weird. Instead of answering, Luna wrapped her arms around me and buried her face in my chest. My own arms hovered in the air, confused about where they should go. Was ist das für ein Schild eigentlich? Safety, bad. Star und dann, so und dann drei Videospielherzen. Und dann Anarchiezeichen da oben oder was immer das sein soll. Und eine Silhouette von der Frau. Ja, stimmt. Was ist das für ein Shirt? Aber die Geste gerade ist eigentlich ganz niedlich. Mhm. I swallowed hard and tried to rein in my heartbeat, which had suddenly doubled. I was about to speak when I felt something warm on my chest. Was Luna crying? This feels nice. Her voice shook as she spoke. I lowered one hand to her head and began to gently stroke her hair. Oh, what the fuck? Hey, Luna! Jetzt muss ich mich so voll erinnert an eine Szene aus The Faculty. Das kenn ich nicht. Kennst du nicht? Nee. Mit Elijah Wood? Nee. Echt nicht? Nee. Oh, witzig. Ist so ein Horror, also ja, Pseudo-Horrorfilm. Ist, glaube ich, nicht so wahnsinnig gut, aber sehr unterhaltsam. Okay. Da gibt's so eine. Ist das so ein junger Kind, Elijah Wood? Ja, das ist in so einer. Ja, nee, nicht so ganz. Ist während oder nach Herr der Ringe, also zumindest so in der Zeit. Okay. Spielt in der Schule und da werden die Lehrer so befallen von irgendwas. Mhm. Und dann gibt's so eine ganz alte Lehrerin, die dann in der Dusche ist und die, mit der dann so das Haar ausfällt. Und okay. Daran hat mich das gerade voll erinnert. Sie bröckelt ein bisschen. The hell is going on? I'm sorry. My ABT is usually held in place by muscle fiber. But after Clover gave me the tubocurine... Okay. I get it. Does it scare you? This is what I really look like. Oh, wird sie wieder zum... I'm a golem. Bot. Just a machine. A jumble of metal and plastic that pretends to be real. Jeez. Wie dieser Ventilator. I wrapped my arms around Luna and tucked her as tight as I could. You believed in me this whole time. Yeah. Even though I look like this? Of course. I trust you. Thank you. Thank you so much. I wish I could stay here forever. You feel so nice. But I think my time is up. What? I've done things I really shouldn't have. Do you remember what you asked me earlier? About if Zero Jr. had reactivated my body? Remember? The truth is, he didn't. I did. I went to the part of the core that controls Zero Jr., and I hacked it. What? Yes. That was the first thing. The second. Do you know what the second one was? If I had really wanted to, I could have saved Clover and Tenmyoji. Then Kay and Dio probably wouldn't have killed each other. That's not all. I could have stopped Alice from killing herself. And I could have even saved the old woman at the very beginning. In other words, I had the ability to disobey my orders. But I didn't. That's the second thing. I broke the first law. I was scared. I was afraid to die. Obviously, hacking the core and taking control of Zero Junior's systems is very, very bad. Golems who don't follow orders can become dangerous, so we're terminated if we disobey. You lose access to your body, of course, but everything that's stored in the core,
your memories, your consciousness is deleted. What? Wait, are you saying... Yes. Very soon now I'll be gone. Zero Junior is aber probably ich bin recovering für dich himself geblieben. Right now. Verdammt, aber sag das doch früher! Once he's done, I doubt I'll be around much longer. Why? I watched 6 people die and did nothing. I deserve this. No. No, you don't. Even if you had done something, you would have been killed anyway. You can't blame yourself. You did what you could. You're not wrong. This game is what's wrong. Forcing you to watch your friends die is what's wrong. Oh, Sigma. Thank you. I'm really glad I met you. Luna! Luna! Ach, schade, es muss nur ein drittes Mal kommen. It's going to be okay. I'm not gonna let them do this. You're gonna be fine, I promise. Just please don't... I'm sorry. My time's up. At least I get to... die in your arms. Luna! Thank you. Yikes. Sigma. And... goodbye, Doctor. Oh, wie es eine Auge so abfällt. Doktor? Doktor? Du hast ihn. Jetzt ist es andersrum. Ja, ja. Jetzt wiederholst du, was er sagt. But she couldn't answer. I squeezed my eyes shut and held her, unable to bear the thought of letting any more of her slip away. Ich glaube, das könnte das Ending sein. Das war weird. Nope. With one last quiet chime, the music box wound down. Well then. I was left with nothing but silence and a cold proof of tears over my heart. Na? Ich warte mal drauf, dass es aufs Zweck geht. Ah. Oh, tatsächlich. Was ist das und der, das jetzt stirbt er alleine dort in diesem ja, wirklich. Ding. Bummer. Eigentlich haben wir alles richtig gemacht. Wenn niemand da ist. Aber leider sind wir da. Aber immerhin sind Fei und Quark weg. Ein Ending haben wir noch. Ja, genau. Das ist ja, das ist das dann das andere, ja. Haben wir jetzt hier irgendein Passwort bekommen oder so? Nee, ne? Tears in the Rain. Oh, boy. Haben wir irgendein Passwort oder irgendwas bekommen? Ich glaube nicht. Ich glaube, es war einfach ein Ending. Es war, ja. Ja, oder? Weil das ist ja das, wo wir das eingegeben haben. Ja. Um überhaupt hierher zu kommen. Genau, aber das ist ja, es gab ja, wir können jetzt nochmal betrayen, statt zu allein. Dann wird Luna bestimmt nicht so freundlich uns gegenüber gesinnt sein. Also wir haben jetzt erfahren... Ah, und wir haben noch was aufgemacht. Guck mal. Das ist ja ganz rechts, ne? Ich würde zuerst dann mal das betrayen machen, aber genau. Was war denn das? Das war... Who planted the bomb? Das ist die Timeline, wo wir das Gerät haben. Und ich letztes Mal geredet habe. Da brauchen wir dann die Dinger. Ja. Yep. Okay, verstehe. Aber ja, also wir haben jetzt erfahren, dass Luna ein Roboter war in der Zeit. Der Roboter, der zusammen mit Akane. Genau. Aber Akane ist nicht Zero. Akane Kurashiki hat das zusammen mit dem Zero Senior, der entweder Junpei ist oder was weiß ich, ihr Bruder oder so. Und nee, nicht Quatsch, ihr Bruder. Ich habe jetzt an Clovers Bruder gedacht. Nee, der Bruder aus dem ersten Teil war auch dabei, Santa. Ach stimmt, Santa war ihr Bruder, ne? Ja, stimmt. Ja, könnte auch Santa sein, stimmt. Den gibt's zumindest. Haben wir sonst noch irgendwas Neues erfahren? Wir sind kein Robot. Ja, dass wir kein Robot sind. Das war auch in der Timeline, ne? Ja, ja. Ja, stimmt. Nee, das war es nicht. Nein, das war eine andere. Das war so, ey, wir haben noch 5 Minuten genau, Zeit. Genau, kurz vorm Sterben. Ja, ja. Da haben wir erfahren, dass wir kein Roboter sind, sondern Roboterarme haben. Aber das Spiel, also es sind ja schon Sachen, die sind schon sehr out there. Also sehr absurd. Aber es führt dich ganz gut dahin. Also es fängt nicht sofort mega krass an, sondern es ist erst so dieses ja und dann so ein bisschen. Und wenn und dann ist es halt auch so, dass die Charaktere es annehmen. Also weil die machen ja die gleiche Reise durch wie wir. Ja. Die glauben, dass es, wissen ja auch alle nichts davon, dass alles so abgefahren ist. Das heißt, die müssen das so allmählich machen, damit auch die Charaktere sagen. Also damit der Hauptcharakter sagt, ich bin Robot, Fragezeichen, genau. Muss ja schon einiges passieren. 7, 6, 5, 4. Das geht nicht schnell. Meinst du, Luna killt uns?
Oder was passiert jetzt? Kann ich mir eigentlich das würde ja einfach ein Game Over so werden. Richtig vorstellen. Irgendwie. Oder wir gehen also einfach raus. Oder wertet ja keiner. Wir würden ja auch nur rausgehen. Ja, vielleicht wird einfach genau das Gleiche. Nur, dass Luna sich selbst vielleicht, weil sie so gebrochen ist. Ja, oder sie stirbt ja sowieso. Wir treffen sie jetzt einfach nicht. Ja, das kann sein. Ich gehe, aber habe keine weiteren Antworten bekommen und deswegen bin ich traurig. Game Over. Ja. Und dann wäre es ja ein Ending, kein Game Over, wenn er geht. Das ist mysterious. Luna, where's Luna? I leapt out of the door and ran toward the AB room. I thought she'd entered, but... She's gone. Where'd she go? That's odd. We came out the moment the gates opened. There's no way she could have left already. Then... Ach, gleich bekommen wir nochmal dieses geile Einbild. Stimmt. Wenn wir die Wand doom. Pause. No, she didn't take it. That doesn't make sense. Why would she show up just when we're about to vote? There was no reason for her to come here if she was just going to default. Results from round 3. Ich finde auch so, dass hat ja wenig mit Vertrauen zu tun. Einfach logisch gesehen. Was? Ist das schon richtig, hier betrayed zu wählen? Ach so, yeah. Weil es einfach... Right, the results. Yeah. Let's go have a look. Check a look. Vergiss da auch nicht mehr, ne? Ich auch nicht. Ich muss auch mal dran denken. Puck. Wie das wohl ausfällt. Das hat sie doch Betray genommen. Yay! Points have been please. Pum, pum. Nur ein Punkt mehr sogar. Jetzt bekommen wir extra Stück gut raus. Since Luna didn't vote, she got set to ally automatically, and the other six got penalized. Mm-hmm, yep. Five of them are dead already, and Quark's bracelet is off. That means all those penalties are meaningless. Yeah. We still don't know why Luna showed up, though. There's no reason to come here just to abstain. I can only guess at her reasons, but I'm sure it was part of some plan. Plan for what? Who knows? So what do we do now? Whatever Luna's scheming, we still managed to get 9 BP. Do you want to leave? No, we can't. We still don't know if Quark is safe. Nowhere am I leaving before we find him. I agree. I hoped you'd say that. I'm not sure. So are you going to stay? Of course. Let's get moving. Es ist einfach genau das Gleiche. Wir kommen zu diesem I trust you und dann sagt sie No, you don't. Oh. Und dann bringt sie ihn so. Ja, genau. She spun around and headed for a sign. Die Augen rot. Kann ich das nicht skippen? Es ist, so, es ist halt ähnlich, aber nicht identisch. Anscheinend. Oh nein. Panik. Ja, jetzt suchen sie halt in jedem Raum danach und wir dürfen uns das nochmal angucken. Memories again. Das tut uns sehr leid, Leute. Wir würden es gerne ändern. Ja, ja. Das liegt nicht in unserer Macht. Ja. Ich glaube, also, wir hätten uns sehr wahrscheinlich diese Timeline sparen können, aber es wäre doof gewesen, eine. Nee, das könnte ich auch nicht. Nee, ne? Man weiß es ja nicht. Vielleicht wäre hier dann doch noch der große Reveal Tomori. Auf den neuen Lion ate the sun. Hat das hier irgendwas bedeutet, eigentlich, diese das Texte? Das war doch auch dieses Scramble-Ding, oder nicht? Aber war das irgendwas Wichtiges, worauf ich weiß es nicht mehr. Ich auch nicht. Shit. He's not here either. This is the last room. Ah, die Tür ist jetzt nicht offen. Wir finden Quark nicht. Game over. Oh, stimmt. Sie hat die Tür für uns nicht aufgemacht. And we haven't seen Luna either. Yep. Yeah. Das ist okay. In so einem krassen Spiel mal sowas haben. Nicht wie Nier, wo es am Ende einfach auseinanderfällt. Das war uncool. Das ist so komisch. Das war richtig heftig. Where the hell did she go? We were standing there, trying to decide what to do next, when we heard a familiar voice echo through the facility. Number 9 door has opened. The number 9 door. Die ist mit Quark gegangen. Mit Quarks Bracelet. Ja, Quark ist eigentlich tot. Nee, sie will uns einfach einsperren. Also ich frage mich gerade, wie sie es aufgemacht hat. Sie kann hat. Ja nicht gehen. Nee, doch, die hat die Tür. Also ich frage mich halt, wie sie jetzt wahrscheinlich aufgehackt irgendwie einfach. Das geht ja bestimmt. Ja, wahrscheinlich. Und jetzt geht's wieder zu, ja, jetzt ist ja 9 Sekunden, da können wir nichts machen. What? No, that's not possible. That's cool. What's not possible? Was für eine Frage. But she only bit her lip and said nothing. Then all too soon, it was over.
Das ist ja bitter. Das finde ich cool. What just happened? Das wird nie erklärt werden. It's all over now, isn't it? We're stuck here. Forever. We should go back to the Floor A warehouse. I need to know if the door actually opened or not. Stimmt, vielleicht war es nur die Ansage. With that, she was off. Yeah. With a sigh, I turned to follow. We can't just... steht einfach look at the door and tell if it was opened or not. True, but the projection should tell us. What? Luna Quark. Luna so Quark escaped. Seem. Why? How? Almost as if on cue, the screen flickered. Huch. And Zero Junior appeared. Huch. That's new. Well, well, well! Long time no Zero! Wirklich? Remember your Zero! Old oh, wow! Sehr gut. You! I'm guessing my old nemesis. Somebody's hoping for an explanation about what the diddlio just happened. Somebody's hopping. Ja, das ich auch. Because aber we're such great richtig. Friends, I decided to make an exception and descend from on high to give you the 411. Weißt du, an wen er mich erinnert? An, wie heißt die YouTuberin nochmal? YouTuberin? Die macht die Harry Potter Dinger. Achso, Cuddy. Hä? Cuddy. Nee. Cold Mirror. Ja, ach so. Cuddy. Ja, die spricht so, also dieser Charakter spricht so, wie Cold Mirror ganz oft spricht. Das stimmt. Das macht mich halt immer ein bisschen wahnsinnig. Das ist der Grund, warum ich sie nicht so viel gucken kann, wie ich gerne würde. Weil ich mag alles, was sie macht, aber diese Sprechweise macht mich so ein bisschen aggressiv. Okay. Was gar nichts gegen sie ist, will ich ganz klar sagen. Das ist mein Ding. Ja. Aber daran erinnert mich der Charakter gerade voll. Star Space ist sehr, sehr lustig. Kann ich jedem empfehlen. Was ist das? Ihre kleine Animationsserie. Star Space? Mhm. Die macht doch irgendwie eine Minute Harry Potter analysieren oder sowas, oder? Ich weiß gar nicht, mit Harry Potter ist jetzt das letzte, glaube ich, schon wieder eine Weile her, oder nicht? Also, ja, aber das war es mal gemacht, also, oder? Genau, ja, genau. Wo sie eine Minute vom Film immer genommen hat. Ich habe letztens einen Podcast. Also vielleicht macht sie das woanders inzwischen. Das ist ein relativ bekanntes Konzept. Ich habe einen Podcast mir mal runtergeladen, wo die das mit Harry, mit allen drei Herr der Ringe-Filmen machen. Über jede Minute, also so einen halbstündigen Podcast. Oh Gott. Also ich habe da nur mal reingehört, da habe ich so, nee, I can't do this. Nee, das ist weil halt auch die ersten, weiß ich nicht, 8 Minuten sind ja erstmal schwarzer Bildschirm. Und sie redet ja erstmal über Schwarz drüber dann auch. Ja, alles. Also, jetzt fangen wir mit den Logos an. Sie fangen ab der ersten Sekunde an. Das heißt, die ersten 5 Folgen sind erstmal nur schwarzer Bildschirm, so ziemlich. Das sind natürlich nicht 5 Minuten, aber ihr wisst, was ich meine. Nee, dann ist ja das Intro. Da würde ich auch, das, auch sagen, das Konzept ist flawed. Heavily flawed. Well, let's start with little Quark. He was given an anesthetic that put him to sleep. While he was out, Luna carried him through to the other side of the number 9 door. But how did she open the door? With Quark's bracelet, you silly bunny. Aber das war doch auf tot. It was still in the infirmary. Aber okay, dann zählt die Nummer anscheinend trotzdem noch, weil der hatte ja 9. Das stand da auch vorher. Der hatte schon 9 vorher, vor dieser Runde. Naja, und dann wurde er penalized eigentlich, indem er gestorben ist. Genau, und danach anscheinend zählt die Nummer trotzdem, noch? Ja. Er hat sich das Spiel gerade ausgedacht. Ja. Luna just hopped over there and picked it up. So I was right. Quark had 9 BP when the second round ended. Yup. But didn't he get penalized after the third round? Wir müssen damit aufhören. Das ist Carrot, take away your points. Ja, das mit Carrot funktioniert nur so halb. Wir müssen nur wirklich aufhören. Einfach mal das Spiel machen lassen. Hätten wir die Hälfte der Zeit wirklich gespart. So Luna took Quark to the door. And since her bracelet was already off, she wouldn't have suffered the penalty. No, but it wouldn't have mattered anyway. Oh, right. She's a golem. All right. I think my tale is through. Okay, well, I've got some questions for you, buddy. Not you. Was? Was heißt you? Warte, drück's mal nicht weg. Das ist irgendein bestimmt geniales Wortspiel. Das wird uns bestimmt auch gleich erklären. Ja, da will ich aber nicht. Also drück ruhig mal weiter. Well, good thing you guys don't have questions for V. That guy's a jerk. Oh Gott, das ist gerade. Da haben die irgendwas übersetzen müssen, ne? Warte mal. Not you. E-U. Vielleicht wegen U? U ist.
You ist Englisch für das Mutterschaf, heißt you. Ach so. Alter, da. Wow, nicht aber. Also. Wow, da haben sich Leute Mühe gegeben, um ein offensichtlich völlig unübersetzbares japanischen Wortwitz. Genau, und dann das ist die Alphabet. Wow, wegen wie jetzt? You, wie. Ja. Wow. You must be feeling pretty good if you're able to. You, E-W-E heißt Mutterschaf. Six people just died. Oder weibliches Schaf. Weißt du, wie es auf Deutsch heißt, weibliches Schaf? Aue. Ein Au oder Aue. Das habe ich schon gehört, ja. Ist weibliches Schaf. Das habe ich schon gehört. Und Mutterschaf in Nord- und Ostdeutschland heißt Zibbe. Das wiederum habe ich noch nicht gehört. Das sind alles Übersetzungen für you. Das ist ja mega Zibbe. Verrückt. Zibbe. It's not really a big deal. That's just how you humans are, after all. So, as long as you make it, nothing else matters. Am I right? No. You're wrong. Don't screw with us. It's cool. It's cool. I know you gotta act tough. I mean, you chose betray. That means you don't trust Luna, right? Figures? She's a golem. She might even be a murderer. Oh, gemeiner Move von Luna, muss man auch mal sagen. We were here and bone out, wasn't it? You see? It's all about you. Haven't you thought about how sad you've made Luna? What? Well, looks like my time here is just about all used up. Wait, I still have questions no, for. I won't wait. I don't like waiting. Tolles Bild. Mm-hmm. I waited once, and some half-witted reptile got the better of me because of it. What? Ist das eine Anspielung, die ich nicht verstehe? Ich glaube auch, ja. I'm going to make sure to value my time. The tortoise and the hare. I'll see you when I see ya. Have a nice trader. Für einen nice Trader. Das ist halt im Englischen direkt übersetzt. Ne? Also er sagt halt, habe ich ja schon mal erklärt, im Japanischen auch, have a nice Trader. Oh, yeah. Weil das sind die Sachen, die immer for a few long moments, fine, I just stared at a spot on the wall where Zero had disappeared. Where had Quark been? Who had given him an anesthetic? And why? We had no idea who'd killed everyone, and Zero Senior's identity as well as the purpose of the non-ary game remained a mystery. As for our futures, we got naked. Yep, immediately. What are we supposed to do now? I ran to the poster in the from the beginning of the game. I hadn't meant to say the words out loud, but there they were. The tortoise won because he kept going even when it looked hopeless. I think we should do the same. We've got plenty of time after all. We'll give the dead the closest thing to a funeral we can manage. And when that's done, we'll start looking. Even if I never leave this place, I'll figure out why we were here. I swear it. Oh, kann ich das jetzt nicht weiterspielen? I looked at the fire in her eyes and nodded. If nothing else, at least we had a purpose. Ich glaube, das Game Over impliziert dann, dass wir es trotzdem nie finden und dann einfach sterben. Irgendwann. Ja. Und viel, viel Sex vor dem miteinander haben. Ja, das hätte man noch eine also Story draus machen können. Talk, ihr seid die beiden einzigen Menschen, ihr seid beide in euren 20ern. Los geht das. Ja. Los geht das. In der Infirmary gibt's Betten. So. Das war noch die alte Frau drauf, aber mein Gott. Nee, sie haben ja gesagt, geben erstmal. Ja, der Geruch von der alten Frau ist noch drauf. Übrigens, Fun Fact: U-Neck heißt Hirschhals, Klammer auf, bei Pferden und Hunden. Anscheinend heißt Hirschhals nicht Hals eines Hirsches, sondern ist ein Teil von Pferden und Hunden. Ja, guck doch mal nach. Das ist alles sehr verwirrend, was sie gerade. Bevor du das jetzt so. Ich übersetze das ja, einfach. Such doch mal nach Hirschhals. Dann suche ich immer noch. Kurze Pause beim VLA. Wir gucken kurz nach Hirschhals.